Und damit, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Retro-Freunde, hier beim Retro-Juli und zu einem neuen Part von Detroit Become Human. Ja, nachdem der erste Part ja schon sehr gut eingeschlagen ist jetzt hier und für sehr große Begeisterung gesorgt hat bei mir, wollte ich gar nicht so lange warten und gleich den zweiten Part hier raushauen. Wir werden gleich mal begrüßt von der netten Dame hier, die uns ja am Anfang das Menü ein bisschen erklärt hat. Ja, und wir wollen gar nicht lange warten. Wir wollen alle... Achso, ich dachte, du wolltest was sagen. Hat sich denn bereits erwähnt, dass mir ihre Einrichtung sehr gefällt? Sie zeigt ihre Persönlichkeit. Ich meine, ich mag sie. Dankeschön. Das freut mich sehr. Die sind auch eine sehr sympathische Person. Aber jetzt zurück zum Spiel. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir warten alle, wie es hier weitergeht. Und los. Sind wir zuletzt stehen geblieben bei dem Hauptcharakter namens Marcus. Wir waren ja in so einer Art Park gerade. Ja, mehr hat man noch nicht gesehen. Ich bin gespannt, was jetzt hier passiert als nächstes. Erstmal der Ladescreen, ja. So, das ist ein hochwertiges Spiel. Das dauert natürlich seine Zeit ein bisschen beim Laden hier. Jetzt kann es aber auch losgehen, genau. Das hat man ja schon, 5. November. So. Der Ise. Der Marcus. Und noch ein Androide. Und der hat auch geile Augen. So, was muss man jetzt machen? Rolle Bestellung 847 beim Malereibedarf Bellinia. Geht zum Malereibedarf Bellinia. Wo ist das drin? Und natürlich. Natürlich tun wir ja alles Mögliche erkunden, was es zu erkunden gibt. Kann ich auch mit die Leute hier reden? Achso, hier ist schon mal... Ist wie so eine Altenpflege? Scheint wie so eine Altenpflege zu sein hier, der Android. Schätze ich mal jedenfalls. So, hat er irgendwas liegen lassen? Ja, hier, halt. Tag Addict. Du kannst entdeckte Artikel im Bereich Extras einsehen. Geheimnisse von Androiden. Wie Cyberlife seine Androiden für das Leben mit dem Menschen gestaltet. Das ist Seite 1, achso. Das Geheimnis von Androiden. Wie Androiden zu gestalten, die von Menschen akzeptiert werden, war eine große Herausforderung für Cyberlife. Jason Graff, Leiter der Humanisierungsabteilung bei Cyberlife, enthüllte in unserem letzten Interview einige seiner Designgeheimnisse. Die ersten Androiden waren perfekt. Sie hatten perfekte Gesichter, eine perfekte Mimik und wir erkannten früh, dass sie etwas Verstörendes an sich hatten, das den Leuten ein unbehagliches Gefühl machte. Cyberlife hat seine Maschinen menschlicher gestaltet, damit sie in unsere Häuser kommen und neue Familienmitglieder werden können. Wenn das jetzt zu viel ist, das lese ich jetzt nicht. Also muss zwei Seiten jetzt. Sie schufen Androiden beiderlei Geschlechts- und sämtlicher Ethnien, analysierten tausende von Stimmen, um den angenehmsten Klang zu finden. Das realistische Blinzeln wurde perfektioniert, obwohl völlig unnötig, zusammen mit Atmung, Gesichtsbehaarung und vielen menschlichen Eigenschaften. Diese perfekte Simulation des Menschen bis ins Detail, die Androiden nicht benötigen, ist das Geheimnis hinter Cyberlife's Designer-Erfolg. So.
Warum wollte ich denn nach rechts? Ich könnte eben nach rechts streifen. Was war das? Habe ich jetzt nicht gesehen. Klimawandel. Also habe ich jetzt mal kurz durch. Das dauert mir jetzt zu lang. Das könnt ihr euch ja mal durchlesen hier. So. So. Die grüne Erde, okay. So, kann man hier irgendwie auf den Platz gehen zu meiner Kumpanen? Komm ich da hin? Nee. Komm ich nicht durch. Und die Mitte kann ich also nicht verlassen. Oh, was ist jetzt hier los? Passiert da was? Aber mit denen kann man doch reden, oder? Hallo? Nö. Okay. Was? Wasser? Was war das jetzt? Achso, ist hier so ein Bett drin oder ist ein. Zu Bellini, nicht hier entlang. Okay. Ich wollte mich eigentlich nur mal umschauen, aber anscheinend muss ich hier meine Hauptmission erstmal zuerst erfüllen. Hm. Ein Pärchen und. Ja. Wo ist ein Bellini? Da hinten oder? Beeilt euch, ihr Plastikidioten. Ihr habt noch Zeit bis wir. Die werden also auch als Arbeitskraft missbraucht, ja. Unter einen. Was? Verbannt Androiden. Androiden ruinieren unser Land. Wir wollen auch Arbeit. Also den rede ich den lieber nicht an. Der scheint ja Androiden nicht besonders zu mögen. So. Aber kann man hier mit keiner reden? Aber ich muss ja zum Maler da hinten. Kann man irgendwie rennen oder so? Nee. Ich würde ihnen ja was gern was geben, aber ich kann ja anscheinend nicht, oder? Nee. Ja, tut mir leid, ich kann nicht leider nichts tun. So, kann ich rüber, ja. Nein, gut, okay, ist rot. Rot auf grünes Licht, ja. Gerade nur so gemerkt. So, schaltet sich das alleine um oder muss ich irgendwas drücken? Rot auf grünes Licht. So. Kannst umschalten. Okay, danke. Jetzt zeigst du mir schon, wo dein Nieren nicht lag. Kann ich nicht viel machen. Was ist das hier eigentlich? Androiden? Temporary Park. Ein Parkplatz zu Androiden, okay. Drücke R2. Ja. Ich weiß ja schon, wo es ist, aber ich müsste mich natürlich umschauen. Dann hat doch keine. Darf ich auch nicht. Hey, weg da! Du verscheuchst doch meine Kunden! Ich mach doch gar nichts. Mann. Ich bin jetzt friedlich und ich werde dich angepumpt, nur weil ich ein Android bin oder was? Hi. Das sollte doch in Bucht 7 sein. Hm. Die ganzen Obdachlosen kann ich wohl nicht reden. Da hinten ist doch was. Gitarrenspieler, oder? Da kann ich doch was machen. Menschliche Musik. $1, um Musik mit Seele zu hören. Ja, singen kann er, der Junge.
Ja, ich kann halt bestimmt kein Geld geben. Nee, das war ja klar. Bei Androiden haben bestimmt kein Geld. So, jetzt muss er hier irgendwo. Wo weit ist das noch? Bellini Malerdorf. Ich kann anscheinend zurzeit einmal nichts machen, außer hier dahin zu gehen. Play live. Sonst muss er jetzt hier irgendwo 17 Meter. Muss ich mal lesen. Ach da, Bellini Paints. Da. Oder das Paket. Guten Tag. So, ich hätte gern einmal. Identifikation bestätigt. Sehr nice. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. So. Achso. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. So würde ich auch mal bezahlen können. Mit irgendwelche Gedankenübertragung, okay, ja. Dankeschön. Ist der Verkäufer also auch ein Android, ja? Ohne Scheiße, der Markus hat geile Augen. Ja. So, kann ich hier noch was machen, oder? Muss ich wieder gehen, anscheinend, ja. Ja. Okay. So, wo bringe ich das jetzt hin? Änder mit R1 den Kamerawinkel. Was? Okay, nimm den Bus nach Hause. Das muss ich nur aus meinem Bus finden. Zum Bus geht's hier nicht entlang. Okay. Wie weit ist es noch bis zum Bus? James and Carter. Wahrscheinlich will er hier zurück. Ist das da von dem Bus da? Ja. Warte, bring doch mal. Ah, warte mal. Wie ich da denn bin? Ah, sieht doch schön aus. Schön Sonnenuntergang. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht hier. Hightech-Stadt vom Feinsten. So, los. Wir warten mal auf den Bus. Die Polizei, okay. Bestimmt einer komischen Sache. Androiden-Parkstelle hier von der. Muss ich bestimmt sehen, oder? Tut mir leid, darf ich mal durch? Ja, ich würde auch gerne einen Hotdog, aber ich kriege anscheinend keinen. Kann ich hier auf den Bus warten oder was? Auch nicht. Das ist doch die Straßenbahn, oder? Ach, da vorne mit. Ist das eine Demo oder was ist da? Ja, eine Demo, jo. Ach ja. Demo. Arbeitslosigkeit, Millionen. Wo willst du hin, Blechbüchse? Hä? Ach wirklich. Hey Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Alter. Seht euch das Scheißding nur an! Gott, unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen! Ja! Ja! Zeig sie! Mach den fertig! Ja! Mach den an! Zeig sie! Ja! 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 Das kann ich nicht! Alter! Ich bin Android, ich merke bestimmt keinen Schmerz. Was? Das hast du verdient! Na los! Gib mir meinen Trip zurück! Du glaubst, du kannst mein... Du gehst nirgendwo hin! Wir nehmen dich jetzt auseinander! Mach das Ding fertig! Na los! Okay. Das reicht. Lass ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion.
Beschädigt ihr ihn, gibt es ein Bußgeld. Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Okay. Na los, geh weiter. Die Androiden haben es hier nicht leicht, ja. Unter den Menschen. Guck mal, da hinten ist doch was Gelbes. Komm ich da hin? Nee. Okay. Die haben extra Bereiche hier, wo sie warten müssen. Und die extra Bus auch noch. Okay. Und dass da Menschen etwas neidisch sind, okay. Dass sie extra Busse haben. Farbtöne. Ach, das war schon eine Mission sozusagen. Dann können wir uns hier mal angucken, was wir hier so gemacht haben. 75% abgeschlossen. So, kommen wir irgendwie zoomen. Naja. Hotdog-Verkäufer ansehen. Musikanten zuhören. Ja, das haben wir alles gemacht. Hotdog-Verkäufer ansehen. Danach konnte man noch irgendwas machen. Ja, das ist ja im Fall weiter. Habe ich nie gemacht. Da unten war auch noch was. Was anderes. Demonstranten bedrängen Markus. Markus hat den Bus genommen, ne? Oh, weltweite Statistik. Hat doch Käufer angesehen, haben nicht viel gemacht, ne? Na, wäre doch nicht schlecht gemacht, bis auf das hier unten und da haben wir alles korrekt. Gut.